Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Und dann kann es losgehen. Henry Matter stößt an. Der ist voll im Stadt 08 in Schwarz und Rot von links nach rechts in der ersten Hälfte. Bocholt ganz in Weiß von rechts nach links. Mergi Feselau, auch ein ganz hervorragender Kicker. Zeigt es nur zu selten. Aber wenn er es zeigt, dann kommt was Gutes dabei raus. Obst, Stojanovic! Wir haben die erste Torschance des Spiels. Simovic Ribeiro kommt mit diesem Steckball nicht durch. Yassin Altun gegen Feselau. Der ist kein Defensivspieler. Altun, die Möglichkeit für Matta. Henry Matta! Abgefällt, Steckball. Das ist für YouTube zu schlecht. Das habt ihr jetzt exklusiv gesehen, wenn ihr live dabei wart. Feselau für Obst. Kriegen wir ein bisschen Tempo rein. Obst läuft mit der Möglichkeit. Wird's brenzlig. Stojanovic. Boah, da hat Balkenhoff Riesenmasse. Dass er da noch rankommt und Mika Anrads das Ding nicht im Tor unterbringen kann. Wir schauen nochmal drauf. Da stiehlt er sich vor Traoré weg und dann macht er schmerzhafte Bekanntschaft mit dem Pfosten. Bocholt wie Lippstadt in der Raumdeckung. Erster Pfosten, der ist nicht verkehrt. Sie kriegen es nicht geklärt. Wagner aus der Drehung. Nächster Abschluss, Reck muss hin. So, und da muss man sich nur mal beschweren. Und dann hauen die dem Reck quasi die Dinger um die Ohren. Ballgewinn im Mittelfeld. Und Möller sagt, ich habe genug davon. Ich schieße jetzt einfach mal. Und ich habe die nächsten guten Nachrichten für Bocholt, denn Alemannia Aachen geht beim 1. FC Köln 2 in Führung. Heißt, wieder ein Punkt weniger in der Blitztabelle für einen Konkurrenten. Traoré! Und da ist Matta! Und da ist er! Und da muss gerade von den Paralympiern berichten. Und dann fällt hier das 1:0, was ich angebahnt hatte. Henry Matta! Wer denn sonst, will man fragen? So, Flanke Traoré, dann in der Mitte Konfusion und Reck. Ja, der sieht da ganz ungefährlich, der sieht da ganz unglücklich aus. Balkenhoff bisher noch nicht geprüft und bei der einzigen richtigen Prüfung hat er sich verschätzt. Mika steht nicht im Abseits, in der Mitte ist Matta und der macht nicht das Ball. Es war kein Abseits. Das hat man gut gesehen, der gegenläufigen Bewegung. Und dann, wieso spielt er denn nicht mit mehr Überzeugung? Ich bin gespannt, wann der Frühling nachhaltig einzug in der Bundesrepublik hält. Sprinkelmeier. Super Flanke. Meier mit dem Zweiten. Und das Geburtstagskind holt sich den Scorerpunkt ab. Und Viktor Meier, das Comeback-Tor. 70. Fünftes Saisontor, so Freistoß abgeblockt. Sprinkelmeier macht das super. Und dann Konfusion in der Mitte. Und Viktor Meier macht das 2:0. Überraschenderweise ein Offensivspieler. Und einer für die 6 bzw. die Linksverteidigerposition. Stark von Holtkamp. Und zu einfach. Da ist Traoré. Haki Traoré und Martin Vika verpasst in der Mitte. Aber wenn das die ersten 84 Minuten nicht geklappt hat, weiß ich nicht, warum es in der 85. dann so klappen soll. Wild. Einfach vorbei an Almeroth und dann so ein Alibi-Abschluss. Da war mehr drin. Ist die erste richtige Torchance, die
Bocholt im zweiten Durchgang hat. Der Ball im Spiel. Der herkommt. Ecke kurz, Meier. Matza. Der ist im Tor. Ich dachte, der kann doch nicht da in der kurzen Ecke einschlagen. Doch, doch. 88. Schluss aus Mickey Maus. 3-0. Da war der Kommentator perplex. Henry Matza schließt einfach mal ab und macht das 3-0. Kurze Ecke. Meier holt sich die Vorlage ab. Tor, das ist wieder für ihn. Ja, und dann müssen wir auch leider über Gianluca Reck sprechen. Den kann er nicht da durchlassen. Und da passt Faisalau nicht auf. Es passt zum Nachmittag. Altun. Wenn der Ball besser kommt, ist Meier frei durch. Wir verzichten heute auf Nachspielzeit. Es war deutlich genug. In der zweiten Halbzeit mit 3-0 gewinnt der SV Lippstadt 08 gegen den ersten FC Bocholt. Und dann haben wir da noch eine kleine Rudelbildung. Da muss Mergin Faisalau zurückgehalten werden. Ja, ich habe mir natürlich das Kommen hier etwas anders vorgestellt. Wir wollten ja loslegen mit ein bisschen oder mehr Offensivaktionen. Und ich glaube, das ist uns auch in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. Die erste Halbzeit war vielleicht mit einem ganz kleinen Vorteil an uns. Aber trotzdem wäre es vermessen gewesen, wenn wir da schon geführt hätten. Man muss einfach sagen, in der zweiten Halbzeit hat man dann auch die Qualität und auch die Ruhe und vielleicht auch die Abgezocktheit gemerkt der Mannschaft, also eurer Mannschaft, weil die Mannschaft ist halt ja enorm gefährlich nach Standards, nach Flanken von der Seite. Da hatten wir große Probleme und wir sind dann auch verdientermaßen, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit 2-0 ins Hintertreffen geraten. Wahrscheinlich hätte es auch noch eine dritte Flanke oder eine vierte Flanke sein können, die auch noch einsegelt. Und natürlich haben wir dann aufgemacht und versucht, nochmal alles nach vorne zu werfen. Bekommen dann das dritte, das ist dann noch Makulatur. Ja, man muss euch allen ihr Respekt zollen, muss man sagen, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Von der Infrastruktur hier, von der Mannschaftszusammenstellung, von der taktischen Ausrichtung. Seid ihr vielleicht auch so ein kleines Vorbild für die Vereine, die sich etablieren wollen in der Liga. Da gehören wir ja Bocholt auch zu. Von daher Respekt, muss man erstmal schaffen. Man weiß ja nicht, was man jetzt so sagen soll. Also mein Gehirn schwebt immer so ein bisschen einen Rückblick zu setzen, was hat man jetzt so 30 Spieltage alles erlebt, jetzt hat man es irgendwie geschafft, man guckt raus, ist ein bisschen scheiß Wetter dann, trübe Stimmung, innerlich aber total erleichtert, zum Spiel dann natürlich dann auch, wenn man das sieht, wie wir dann noch in der zweiten Halbzeit agiert haben, genau das, was halt auch Markus gesagt hat, da haben wir uns vorgenommen, es war so ein bisschen auch der Plan heute, über die Außen zu kommen, da gefährlich zu werden. Jetzt schweife ich wieder dann zurück, was die ganze Saison hergibt, kann man eigentlich nur ein riesen Dankeschön an die komplette Truppe, an den Verein setzen. Da steckt viel Aufwand, viel Arbeit hinter. Da bin ich auch nur ein Teil davon und dementsprechend ist es ja auch irgendwo jetzt gerade eine riesen Erleichterung, aber auch nochmal riesig Lust und Gier, die letzten Spiele. Jetzt haben wir noch 4 Spiele. Tolle Spiele auch zu Hause, dass man danach mehr greifen kann, dass man jetzt schon 42 Punkte hat. Das sind alles solche Gedanken, die einem jetzt gerade so durch den Kopf gehen und da freue ich mich jetzt einfach nochmal drauf, die letzten Wochen nochmal alles rauszuhauen mit der Truppe. Ich glaube, wir haben eine tolle Reaktion auch gezeigt nach letzter Woche, haben das Ding heute eingetütet. Riesenkompliment einfach an jeden Einzelnen, der was damit zu tun hatte. Hat super viel Spaß gemacht, Höhen und Tiefen durchzustehen. Ich denke, jetzt haben wir noch mal ein paar Spiele vor uns und dann werden da auch noch mal ein paar andere Worte gewählt oder fallen gelassen. Aber heute ist erstmal ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, glaube ich, zu sagen. Danke. Entschuldigung. Wir haben gerade ganz viel Respekt und ganz viel glaube ich, auch Wertschätzung von dem Gegner bekommen und das Dankeschön oder generell diesen großen Respekt, der da
entgegengebracht wird und auch Auszeichnungen, kann ich nur einfach vielen, vielen Dank sagen, dass das so anerkannt wird und dass auch so, ja, sag ich mal, wir im Licht dieser Liga dann auch stehen und uns etabliert haben. Von daher auch Dankeschön und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, weil ihr seid stabil, auch gerade in den letzten Wochen. Das haben wir auch wirklich unserer Mannschaft so gesagt. Das wird heute sehr, sehr schwer und es war keine leichte Aufgabe, euch zu knacken. Ihr habt, sag ich mal, auch gute Voraussetzungen. Ihr werdet das Ding auch über die Ziellinie bringen. Von daher bin ich da felsenfest von überzeugt, dass wir dann Bocholt nächstes Jahr auch sind.